Ja, und herzlich willkommen zu Tag 2. Da ist der Olli. Da ist Matze. Und willkommen im Thüringer Wald. Hier haben wir uns gestern niedergelassen. So, und unser erstes Ziel heute führt uns nach Suhl. Der Stadt von Simson und Suhl, die Büchsenmacherstadt. Aber ich muss auch vorher noch tanken. Olli, hörst du mich? Ja, wunderbar, ey. Mesh ist doch wohl was absolut Geiles. Kann ich machen. So, und ich muss mal eben mein Deckelchen hochziehen. Mein Deckelchen hier für den Seitenständer. Ist zwar schon jetzt ein bisschen eingedellt, aber ich will. Scheißegal. Hauptsache, es funktioniert. Aber ein Tankrucksack damit. Ja, ist ja Aluminium. Jo. So, jetzt erstmal hier rausrangieren. La 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 la. Weil hier die mit dem Wohnwagen hier sind, die mit den Motorrädern da, haben wir schon gesehen. Oh, haben wir euch gestern gesehen? Ja, Bocholt, MK. Ja, wir kommen aus Bottrop. Jo. So, und weiter geht's mit Aufnahme. Hui. Ja, ich habe die eben ausgeschaltet gehabt. Einmal eingestellt und schon ist gut. Obwohl, ach, wird sich wohl nachher irgendwie eine Tanke ergeben. Zur Not die 100 Kilometer komme ich auf jeden Fall. Bis nach Suhl. Oh ja. Ey Chris, du verpasst was. Hui. Ich bin froh, dass ich die nicht drauf habe. Ach, ist. Ich habe gar nichts verändert am Fahrwerk. Ja. Ich hatte das nämlich sowieso schon ziemlich hart eingestellt. Nee, ich hatte das eigentlich auf die Grundeinstellung. Ortseinfahrt, geschlossene Ortschaft, hier ist 50. Ja,
Du meinst pro Reifen. Also auch 100. Boah. Boah. Achtung, wieder Dreck. Die Stelle müssen wir uns merken. Oder wir kommen gleich mal mit Besen und kehren das weg, ne? Test, test, test. 1, 2, 3. Der Kali, der muss dabei. Ja, wir dürfen ja auch erstmal 10 Kilometer geradeaus. Ich überhole den LKW erstmal nicht. Ich will gerade auch gar nicht schneller. Ja. Ach. Ja. Ja, ja. Oder sollen wir erstmal da zur Staumauer runterfahren? Genau. Schauen wir mal, ob wir irgendwie zur Staumauer kommen gleich. Genau. Weil in der Rankingliste ist das hier der viertgrößte Stausee Deutschlands. Keine Ahnung, im Sauerland nicht. So viel ich weiß, ist das auch irgendwo hier in der ehemaligen DDR ein Stausee. Der größte. Okay. Ja, obwohl der Bicke ziemlich klein ist. So. Okay. Ah, okay. Aber der Möhnesee ist ja riesig, ne? Die Möhne-Talsperre ist ja riesig. Ich möchte gar nicht schnell fahren. Ich möchte lieber die Landschaft genießen. Ja. Wie verfolgst du gerade Meldung 24? Okay. Ja, der hat jetzt Initiative, keine Zeit zum Rasen. Ja. Blendet er immer am Ende des Videos immer ein. Keine Zeit zum Rasen. Ach, das wird dann cool. Ja, die haben sich auch irgendwie konzentriert. Wie voll warst du nachher bei denen? Oh, Schottland, wie voll wie 1000 Russen, wa? Ui. Ey. Boah. Ey, genial.
Nein, das kommt schön mit rein. Nein, kann ich noch nicht. Ich muss da noch rumbasteln. Ich nehme mich auch nicht, deswegen muss ich da noch ein bisschen rumbasteln mit Steckverbindung und so weiter. Ja, mach ich ja. Ich auch. Ich auch. Hätten wir vorhin da machen können am Parkplatz, ey. Ja, der will auch rüber. Der will auch durch. Ja. Ja. Boah, Alter. Ist die Staumauer hoch, wa? Die ist größer als die Möhne, wa? Viel höher als die Möhne. Alter. Weißt du was, wir folgen jetzt dieser Umleitung da? Ja. Genau. Das passiert mir auch mal. Und dann gucken wir mal, fahren wir mal hier langsam entlang und gucken wir mal, ob wir hier irgendwie einen Parkplatz finden, dass wir runterkommen. Ja, ist bei den meisten Staumauern nicht möglich. Ich hatte an der Agatha-Sperre kommst du zu Fuß runter. Ja. Wir können noch weiter die Straße entlang fahren. Ja. Ah, verdammt. Ach, verdammt. Ja. Ja, du siehst eine Turbine. Wasserturbine. Verdammt. Kommst nicht bis zur Staumauer, schade. Ja. Jo. Ja. Aber ganz ehrlich, ich komme mit der CW1300 wesentlich besser klar, wenn sie beladen ist. Hat man gestern gemerkt, ne? Aber jetzt haben wir auch wieder eine schöne Strecke erwischt, ey. So optisch her, ja. Und ich fühle mich gleich wie zu Hause, fast wie im Münsterland. Oh, von den Bergen her abgesehen, ja. Stefan und Thomas, die müssten, die kommen ja Mittwoch an. Ja. Also morgen, ja. Die haben die komischen Namen manchmal, wa? Ja. Boah, wenn ich glaube, wenn ich Freitag zu Hause bin,
Na, ich mach das so. Ich mach bei dir noch einen Zwischenstopp. Da fahren wir jetzt. Ja. Weiß ich noch nicht. Müssen wir mal so in Beobachtung halten. Ey, ihr! Pillemänner, genau. Pimmelköppe. Pimmelkopf. Wenn man bei Wish so ein bisschen stöbert, so für Karneval findet man eine Pimmelkopfmaske. Ehrlich! Ja, da bekommt der Begriff Penisgesicht eine ganz andere Bedeutung. Oh nö, der fährt ja gut. Ist mir jetzt gerade ganz angenehm so. Ich habe mich nämlich von gestern noch nicht so vollständig erholt. Außerdem ist die Straße mir ein bisschen zu unübersichtlich. Und lohnt sich eh nicht zu überholen. Guck mal hier, direkt nächste Ortseinfahrt. Ah, ist das schön hier. So den Horizont entgegen und dann, wenn man so die Straße so sieht. Oh. Ja. Ich natürlich auch. Ja, absolut, ey. Und der Thüringer Wald ist touristisch noch nicht so überlaufen wie Harz oder Schwarzwald oder das Sauerland und die Eifel. Westerwald natürlich auch. Westerwald ist leer. Das sagt mir Stefan auch. Achtung, Scheiße in der Kurve. Und ich sehe kaum noch was. Hast du irgendwas zu putzen dabei? Ja, ja. Gleich mal eben den Friedhof hier entfernen. Bei der nächsten Gelegenheit. Wir sind gerade so wieder so richtig fette Viecher gegen das Visier geknallt, ey. Ja, ich ja nicht. Deswegen habe ich ja das Visier auch immer zu. Und wenn ich hier so eine riesen Scheibe vorbaue, dann sieht kacke aus. Ich hab schon so eine recht große Scheibe hierfür. Aber das ist gerade noch so, dass es gut aussieht. Bei solchen Schildern bin ich immer vorsichtig, wenn da steht, Achtung Kinder. Ey, und man merkt das richtig, wenn man richtig war, wenn man Kubik hat, wie einfach man dann so eine Steigung und gechillt man die so eine Steigung hochkommt. Ja, Drehmoment. Talk Club hat mir nämlich unter meinem Video geschrieben, willkommen im Talk Club. Oh, die geht rum. Wie heißt es so schön? Regel Nummer 1, keiner redet über den Talk Club. Regel Nummer 2, keiner redet über den Talk Club. Ne? Ja, oh, was haben wir denn hier? Oh,
Okay. Da vorne geht es 90 Grad ab. Aber hier ist es kühl geworden auf einmal. Ja. Ja, ich hab den Tageskilometerzähler aufgerufen. Ich habe nicht so viele Anzeigen wie du. Oh, das ist hier alles richtig blind, ey. Aber Aussicht vom Feinsten. Stimmt, egal. Jetzt ist Aussicht angesagt. Geil. Welche Straße ist das? Da, die Straße. Naturparkroute Thüringer Wald. Och, klingt doch nett. Boah. Ey, gut, dass ich die Druckstufe ein bisschen weicher gestellt habe. Ja. Schön hier. Aber die Straße ist voll mit nachher Kacke. Ah. Am Rennsteig. Hier war doch mal auch irgendwie was Bekanntes hier am Rennsteig. Oder vertue ich mich da, dass... ja. Oder vertue ich mich da gerade mit bei mir in der Gegend hier am Rennsteig? Weil mir das mit am Rennsteig irgendwie ziemlich bekannt vorkommt. Aber gibt's... Na, ich meine, den Namen am Rennsteig gibt's öfters. Das frage ich mich nämlich auch. Ja, war ein bisschen kalt. Da musste ich pissen. Da war ganz heute Morgen, da bin ich ein bisschen fröstelnd aufgewacht, ey. Ach, weißt du was, wir setzen uns jetzt dabei eben hin, ey. So, fertig aus. Sieht schön aus hier. Ja, alles blütenvoll und so weiter. Mein Gott, geil. Ist irgendwie cool, irgendwie gefällt mir das. Ich weiß nicht. Ist mir egal. Sieht cool, ist irgendwie cool. Mach dein Visier zu. Also das Fahrrad fand ja auch irgendwie cool, was der da hat. Geil, wa? Boah, ist staubig hier, ey. Ja, ich weiß. Ja, aber ich kann den auswaschen. Ich habe einen K&N-Luftfilter drin.
Der ist auswaschbar. Das ist dieser Sportluftfilter von K&N. Du verstehen? Oh, ist die schön, ey. Die war schön. Ach. Das sind genau die Kurven, die ich liebe, ey. Ich dachte, wir wären langsam unterwegs. Ach, mit einem PKW bin ich auch nicht viel langsamer. Also ich... Genau, da sind Stefan... Ach, guck mal, der macht uns Platz. Da sind ja Stefan und Thomas.